He would not be God. Wenn Gott durch die Zeit, durch Raum und Materie begrenzt würde, wäre er nicht Gott. Then time would become God. Dann wäre die Zeit Gott. He's called the eternal God in Deuteronomy. In 5. Buch Mose wird Gott als der ewige Gott bezeichnet. He said, I am God, there is none else. Und er sagt, ich bin Gott und es gibt keinen anderen. He said, I'm the Almighty God. Ich bin der allmächtige Gott. God created time, space and matter. Gott schuf die Zeit, den Raum und die Materie. He is not limited by any of them. Und er ist aber von keinem dieser drei begrenzt. The man who created the computer is not in the computer. So, der Mensch, der den Computer erfunden hat, der steckt nicht in diesem Computer drin. He is outside of the computer. Er ist außerhalb des Computers. God is not in his creation. Not, he is not limited by his creation. Und Gott wird nicht durch seine Schöpfung begrenzt. He told Moses, I am that I am. Er sagte zu Mose, ich bin, der ich bin. This is mentioned over 200 times in scriptures. Und es wird über 200 Mal in der Bibel erwähnt. Even Jesus said, I am. Sogar Jesus sagte, ich bin. The Pharisees knew what he meant. Und die Pharisäer verstanden sehr genau, was er meinte. And tried to stone him because of this. Und deswegen versuchten sie ihn zu steinigen. So I don't think man can answer the question about the character of God. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch je die Frage beantworten kann über den Charakter Gottes. I can give you one suggestion that may help understand. Ich kann dir what suggestion? One idea. Ich kann dir eine Idee geben, was das vielleicht bedeutet. A friend of mine showed me this many years ago. Ein Freund hat mir das vor vielen Jahren gezeigt. It does not explain things, but it helps you understand. Es erklärt die Dinge nicht, aber es hilft dir zu verstehen. He said, suppose we had two people, Mr. Flat and Mrs. Flat. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Leute. They live in Flatland. Okay, Herr Flach und Frau Flach, und sie leben in Flachland. They are two-dimensional people. Sie sind zweidimensionale Leute. They have length and width, sie haben Länge und Breite, but zero height. Aber keine Höhe. Mr. Flat sees Mrs. Flat. Der Herr Flach sieht die Frau Flach. All he sees is a line. Und alles, was sie sieht, ist eine Linie. He can go around and understand she is actually a rectangle. So er kann um sie herumgehen und verstehen, dass sie ein Rechteck ist. He only sees one dimension. Er sieht aber nur eine Dimension. He understands two dimensions. Er versteht zwei Dimensionen. They have no concept of the third dimension. Aber sie haben kein Konzept von einer dritten Dimension. If I want to reveal myself to Mr. Flat and Mrs. Flat, und wenn ich mich jetzt dem Herrn Flach und der Frau Flach offenbaren wollte, I will have a problem. Hätte ich ein Problem. I am three-dimensional. Weil ich bin dreidimensional. I cannot fit into their world. Ich passe nicht in ihre Welt hinein. If I put one finger through the table, wenn ich jetzt einen Finger auf ihren Tisch drücken würde, Mr. Flat sees a circle. Dann würde der Herr Flach einen Kreis sehen. Then I put three fingers through the table over here. Und wenn ich drei Finger hier hinsetzen würde, Mrs. Flat sees three circles. Dann würde Frau Flach drei Kreise sehen. Mr. Flat will say, I have seen Kent Hovind. He is a circle. Und der Herr Flach würde sagen, ich habe Kent Hovind gesehen. Er ist ein Kreis. Mrs. Flat says, oh no, he has three circles. Und Frau Flach würde sagen, nein, er ist drei Kreise. And they will argue for a while. Und sie würden eine Zeit lang miteinander diskutieren. And then they will split the church. Und dann würden sie die Gemeinde spalten. And start the church of the one circle and the church of the three circles. Und dann würden sie die Gemeinde des einen Kreises und die Gemeinde der drei Kreise gründen. Neither one understands me. Keiner von beiden versteht mich. It is not possible to put a three-dimensional being into two dimensions. Und es ist unmöglich, ein dreidimensionales Wesen in zwei Dimensionen zu pressen. I don't think it's possible to put God into our little mind. Und es ist unmöglich, glaube ich, Gott in unsere kleinen Gehirne hineinzubringen. If God would fit into a 3-pound brain, he is not infinite. So, wenn Gott hier hineinpassen würde, hier in 3 Pfund Gehirnmasse, dann ist er nicht Gott, nicht ewig. I would not worship a God that could fit inside my brain. So, ich würde keinen Gott anbeten, der an meinen Kopf passt. The Bible mentions in Ephesians 4 dimensions. Die Bibel erwähnt im Epheserbrief 4 Dimensionen.
The length, the depth, the breadth and height. Die Länge, die Tiefe, die Breite und die Höhe. I do not claim to understand this. Ich sage nicht, dass ich das verstehe. But when God says he has always been, aber wenn Gott sagt, dass er schon immer existierte, he says he is eternal, wenn er sagt, dass er ewig ist, I must just take this on faith. Dann muss ich das einfach glauben. I cannot prove this to anyone. Ich kann es nicht beweisen. Okay, other questions. Okay, und what did God before the creation do? That question would assume God is locked in time like we are. Mm-hmm. You can't answer that question either. Okay, er kann diese Frage nicht beantworten, denn es würde ja bedeuten, dass Gott in der Zeit eingeschlossen wäre. There was no before the creation. Es gab keine Zeit vor der Schöpfung. God created time, space, matter. Gott schuf Zeit, Raum und Materie. And someday there will be no more time. Und eines Tages wird es keine Zeit mehr geben. In Revelation 21, I believe, it says there shall be time no longer. Und in Offenbarung 22, da steht irgendwo, es wird nicht länger Zeit sein. We sing songs in church about when we've been there 10,000 years. Wir singen Lieder wie Amazing Grace, wo es heißt, wenn wir 10,000 Jahre dort sein werden. This is a good song. Es ist ein gutes Lied. But it's not exactly correct. Aber es ist nicht ganz korrekt. We will not be there 10,000 years. Wir werden dort nicht 10,000 Jahre sein. We will be there. Wir werden einfach dort sein. The first thing you do when you get to heaven, das Erste, was du tun wirst im Himmel, is take off your watch. Du wirst deine Armbanduhr ausziehen and throw it away. Und wegschmeißen. No more time. Keine Zeit mehr. I don't understand this. Das verstehe ich nicht. Other questions. Andere Fragen? Ja? Bitte? Chemtrails, also chemische Spuren. Trails of chemicals in the sky. Okay, chemische Spuren im Himmel. Are they doing this in Germany too? Passiert das in Deutschland auch? Ja. Ja? Ja. This is not coming out of the engine. Es kommt nicht aus den Düsen. There are large airplanes flying around the world spraying out chemicals. Es gibt große Flugzeuge, die durch die Welt fliegen und Chemikalien aussprühen. These chemicals have been analyzed. Man hat diese Chemikalien analysiert. They are extremely poisonous. Sie sind extrem giftig. Someone is trying to reduce the population. Und jemand versucht, die Bevölkerung zu dezimieren. This is going to be a good way to do it. Und das ist eine gute Art, es zu tun. There is a website, karnacom.com, with much information on this. Und man sieht hier auch die Internetadresse, wo es noch sehr viel Informationen über dieses Thema gibt. Jacques Cousteau said, we need to eliminate 350,000 people a day to save the planet. Jacques Cousteau sagte, wir müssten pro Tag 350.000 Leute umbringen, um die Welt zu retten. Ted Turner said we need a 95% decline in population levels. Und Ted Turner, der Chef von CNN, sagte, wir müssen die Weltbevölkerung um 95% reduzieren. Das wäre ideal. I say, okay, Ted, you first. Und ich habe gesagt, okay, Ted, dann bist du als erstes dran. There are many people who would like to reduce the population of the planet. Es gibt viele Leute, die die Erdbevölkerung reduzieren möchten auf diesem Planeten. Now I think the chemtrails may be part of this plan. Und es kann sein, dass diese sogenannten Chemtrails ein Teil dieses Planes sind. Jesus lived under Roman control. Jesus lebte unter römischer Kontrolle. He did not spend any time trying to change the Roman Empire. Und er hat nie versucht, das römische Reich zu verändern. He tried to win souls and influence people. Er versuchte, Seelen zu gewinnen und Leute zu beeinflussen. I would recommend we do the same. Und ich empfehle, dass wir dasselbe tun sollen. Okay, noch eine Frage? You have seen these here too, huh? Ja. Ja? Ja. So I'll see you in heaven. Mm-hmm. Okay. Ja, bitte? If God is everywhere, is he also in hell? So is he everywhere?